So, den Nebel betreten. Und Cutscene. Und der nächste Boss, die verlorene Sünderin. Wow. Die einen guten Backdraft hat. Und viel Schaden macht. Au. Ja, hier muss man ein bisschen aufpassen. Also ihre Schläge sind teilweise etwas Unvorhergesehenes. Wow. Man kann sie jedoch allerdings gut blocken. Was nicht ganz so die Norm ist bei Bossen. Wenn wir nicht aufpassen, tötet sie gleich Lucatil, die verlorene Sünderin. So, große Seele umarmt. Und wir haben die Seele der verlorenen Sünderin bekommen. Und können uns mal bei Lucatil bedanken dafür, dass sie uns geholfen hat. So. Die Seele zeige ich euch auch gleich. Weil bei der verlorenen Sünderin, das erste Mal sieht die Seele ziemlich imba aus. Die Seele der verlorenen Sünderin, der Gefangenen des Sünderhügels. Die verlorene Sünderin wird sich für ihre einstigen Sünden bis in alle Ewigkeiten selbst strafen. Ja, ihre Sünde war, dass sie versucht hat, die erste Flamme wieder zu entzünden. Die verlorene Sünderin ist nämlich, abgesehen davon, dass sie ziemlich viel Zeit hatte, ziemlich viel Zeug auf dem Boden zu kritzeln. Sehen aus so wie solche Nachrichten. Ja, versucht Licht. Und ja, diese Kohlepfannen hier oben, die man sehen kann. Das waren die Kohlepfannen, die wir entzündet haben da draußen. Die hatten einfach den Vorteil, wenn wir im Volldunkeln gegen sie gekämpft hätten, hätten wir sie ständig aus dem Fokus verloren. Vor allem, wenn sie die Sprungangriffe gemacht hätte. Das war der einzige Vorteil, das Licht anzumachen. Geschwächt hatte sie nämlich nicht wirklich. So. Die verlorene Sünderin ist nämlich die Reinkarnation einer der Fürsten aus Dark Souls 1. Nämlich die Reinkarnation der Hexe von Izalith. Später im New Game Plus droppt sie nämlich neben ihrer eigenen Seele, also der Seele der verlorenen Sünderin, noch die alte Hexenseele. Was ziemlich darauf schließen lässt, dass sie mal die Hexe von Izalith war. Was auch ein Indikator ist, wie man gerade in der Zwischensequenz gesehen hat, ist ihr da so ein komischer Käfer ins Auge gekrochen. Das erste Mal habe ich das nicht ganz verstanden, erst als ich die Sequenz nochmal später gespielt habe. Dieser Käfer erinnert nämlich ziemlich stark an das Viech, was man beim Bed of Chaos Kampf, also der Boss in Lost Izalith, was man da töten musste. Erinnert ihr euch noch an den Bosskampf? Das war mehr ein Rätselkampf, wo man die zwei Säulen links und rechts wegschlagen musste und sich dann durch so viel GS zu dem Käfer vorkämpfen musste. Und ja, so ähnlich sah dieser Käfer hier auch wieder aus, was darauf schließen lässt, dass sie die Hexe von Izalith ist. Oder die Reinkarnation der Hexe, besser gesagt. So, ein Duftzweig und ein Elisabeth-Pilz.
Und wir können ein Urleuchtfeuer entzünden. Wie man sieht, ein Urleuchtfeuer wurde erneut entzündet. Wie man sieht, ist dieses Leuchtfeuer ein bisschen lediert. Also der... Also die Feuerklinge, die drin steckt, ist abgebrochen. Anders als bei den anderen. Nachricht lesen. Leuchtfeuer? Ja. Das ist ein Leuchtfeuer. Allerdings ist das ein Einwegleuchtfeuer. Wenn wir das nämlich benutzen, werden wir sofort wegteleportiert. Und zwar zum Fernfeuer in Majula. Dort können wir gleich mit ihr reden. You have acquired the soul of an old one. That is more than most undead can say. Ja. Was those who come to Dranglake, it happened that, although perhaps... Mehr hat sie uns zurzeit nicht zu sagen, deswegen lassen wir sie mal kurz. Regenerieren unsere Flakons und alles, weil das wird am Urleuchtfeuer leider nicht regeneriert. Und dann gehen wir jetzt erst einmal mit den Seen, die wir haben, ein bisschen shoppen. Nämlich zuerst mal bei Alvina. Ups, Alvina war die Katze aus Daxos, als ich meinte, bei Scholqua. Oh. No, you do have a rather pleasant scent. Ja, danke. The type I'm quite fond of. So, bei ihr können wir mal kurz unseren Ei checken. Und können Gegenstände kaufen. Ich hätte nämlich gerne einmal den Ring des Geflüsters. Das war es eigentlich auch schon, was ich bei ihr gerne hätte. Den Silberkatzenring brauchen wir nämlich erst viel später. Den Ring finden wir. Der Ring ist nutzlos und der Ring ist auch nicht gerade nützlich. Ja. Eigentlich will ich eher bei Mollin hier drüben was kaufen, aber bevor ich ihn besuchen gehe... Und ich habe vergessen, Finsterquarz bei dem Bossfight jetzt zu benutzen. Gehen wir erst einmal hier zu Kale, weil wie man sehen kann, ist ein zweites Leuchtfeuer erschienen. Das erste Leuchtfeuer war hier drüben, das hier ist die Festung Gewalt der Riesen, wenn man es einigermaßen mit viel Fantasie erkennen kann. Und hier drüben auf der anderen Seite ist der Sünderhügel gewesen. Dort haben wir die verlorene Sünderin besiegt. Reden wir mal auch mal mit ihm. Ja, und mehr hat er nicht zu sagen. Der Rest ist alles immer dasselbe. Also ja, nach jedem großen Bossfight werden wir ihn wieder besuchen gehen. Ich will jetzt erstmal zum Mollin shoppen. Wie man sieht, sitzt er jetzt etwas anders da. Er sitzt jetzt auf einem Stuhl. Oh, I was hoping that you would come. I've stocked some new things and I thought that you might be interested. Mhm. They've been selling rather well, and I may step up operations soon. Wobei wir sein einziger Kunde sind. Surprising even myself, to be honest. Mhm. Wir können nochmal mit ihm reden. Well, I'm not from these parts. I was on a journey, and somehow ended up here. The desolation here was disenchanting at first, but over time, things started to turn my way. Yeah, I've got a good few regulars now. They're all strangely desperate and quite willing to pay a premium. Sadly, some of them never come back, but I try not to think about it. Na, dann kannst du froh sein, dass ich ständig wiederkomme. Have you seen that warrior lugging that giant blue sword about? I'm no expert, but that appears to be a fine specimen. The monstrous thing has a peculiar design, quite unlike anything found in Volgan. If you should speak to him, would you ask him if he won't sell it? Ich glaube nicht, dass er das hier gibt. I'd have to take another look, but I'm confident I could offer quite a price. I considered returning to my homeland, but I've decided to stay a while longer. I've started to turn a handsome profit now, and I can't bear to give it up. Ja, mehr hat er nichts zu sagen. Also ja, er will, dass wir
den bärtigen Ritter da hinten bei der Statue, den ich euch am Ende der letzten Aufnahmesession gezeigt habe, dass wir ihn fragen, ob er sein Schwert verkauft. Aber das wird er kaum machen, denke ich mal. So, wir wollen jedoch bei ihm Rüstung kaufen. Er ist ja Rüstungshändler. Eigentlich wollte ich bei ihm Rüstung kaufen, aber er hat die Rüstung, die ich will, hat er noch nicht. Ärgerlich. Was er dafür hat, ist hier einmalig das Set der verlorenen Sünderin. Weil von jedem besonderen Boss, der eine Rüstung trägt, können wir hier dann die Rüstung kaufen. Ähnlich wie bei... Ach, wie hieß er nochmal? Dormhall of Sina, genau, aus dem ersten Teil, der sich erst in der Kanalisation und dann unter der Brücke beim Feuerbandschrein versteckt hatte. Der verkaufte auch Boss-Rüstungen. Gut, da will ich großartig viel kaufen können, kaufe ich bei ihm erst einmal das komplette Infanterie-Set. So. Mehr brauchen wir eigentlich nicht. Thanks very much. Wir müssten noch mehr von ihm kaufen, damit wir die nächste Stufe triggern und er die Rüstung hat, die ich verkauft, die ich gerne hätte. So. Jetzt aber erstmal Gegenstandskiste sortieren. Zeug, was weg kann. Zum Beispiel diese Seele hier. Waffenmäßig der Heidespeer, den will ich gleich upgraden. Das Blütenschild kann weg. Das kann weg. Infanteriehandschuhe können weg. Infanteriestiefel. Ringe behalten wir mal alle. Hier ist alles okay. Oh, wir haben schon 6 glitzernde Titaniten. Damit können wir das Schwert, den Speer, 1, 2, 3 mal upgraden. Das dürfte ihn um einiges stärker machen. Weil in manchen Situationen ist es besser, einen Blitzspeer zu haben. In manchen ist es besser, einen normalen Speer zu haben. Deswegen habe ich dann lieber beides bei mir und wechsle zwischen den Waffen. So, was ich jetzt wollte, war das Wanderer-Set wieder zurücknehmen. Und erstmal den Speer, also den Heidespeer, upgraden. Ja, ja. Er dachte, ich wäre tot. Dafür bräuchte ich noch eine große Scherbe. Die könnte ich mir theoretisch bei... MacDuff kaufen. Ich will jetzt aber erstmal den Speer hier. Du brauchst Titanitscherben, kein Glitzer-Titanit. Das können wir schnell haben. Vier. Waffe verstärken. Das macht das Ganze sogar noch praktischer. Weil jetzt ist der Speer mit plus 4 fast so stark wie der Speer hier. Können wir nochmal reden? Was gibt er uns? Ein Schmiedehammer. So, der nächste Schritt, den ich gern machen würde, solange ich genug Sehen habe, ist hier runtergehen. Hier war nämlich ja das Tor mit dem Mechanismus, den wir nicht benutzen konnten, wo wir dann zum Flammenturm abgebogen sind. Und hier steht die zwielichtige Priesterin. Oh, hallo there. An honor to see you again. This room is not as it seems. There are 2, not 1 pathways leading out. And only this lovely thing reveals the other path. And this, you lovely thing, only runs on miracles.
Shall I provide you with one?